Ein Säulendiagramm mit einem durchgehenden Bild als Hintergrund. Hallo und willkommen zu diesem Excel-Tutorial. Danke auch an Chendu.org für diese Idee. Nachzulesen gibt es das Ganze auf theosblog.com vom 24. November 2013 und da gibt es dann auch die Übungsdatei zum Download. Ich habe hier Monatswerte, 12 Monate für Brandenburg, zum Beispiel Fahrradgäste in einem Dorf, hier Übernachtung pro Monat, das Ganze hier mit Balken visualisiert, allerdings ein durchgehendes Bild im Hintergrund. Ich wechsle mal auf eine andere Ansicht. Ich sehe das Ganze hier auch noch ja ohne schwarzen Bereich oben und das Ganze ist natürlich wie immer getrickst. Ich habe hier ein gestapeltes Balkendiagramm und zwar liegen oben drauf schwarze Balken, unten transparente und im Hintergrund befindet sich ein Bild. So, das Ganze erzeuge ich einfach nochmal neu. Hier gibt es eine Dummy-Reihe. Hier gibt es in Spalte C eine Dummy-Reihe und in Spalte B gibt es die Monatswerte. Ich nehme mal die Dummy-Werte weg. Ich erzeuge die mal neu. Ich drücke Entfernen. Jetzt sieht man auch, jetzt werden hier gerade gar keine Werte draufgelegt. Ich habe einfach gesagt, okay, mein größter Wert ist die 1189 und ich nehme einfach den nächsten größeren 100er und rechne zum Beispiel von 1300 oder von 1400, rechne ich einfach den Wert hier vorne ab. So, den Wert, der hier in Spalte B steht. So, und dann habe ich hier zwei Werte und zusammen ergeben die immer 1300. Das Diagramm lösche ich mal. Ich erzeuge das nochmal ganz neu. Auf die Kante klicken, entfernen. Das heißt, ich habe hier eigentlich diese Daten nur genommen, diese Daten habe mit Einfügen ein gestapeltes Säulendiagramm erzeugt, gestapeltes Säulendiagramm und sehe jetzt hier zum einen unten in Blau die Werte und in Orange die Dummy-Reihe. Das Wichtigste, die Werte sind gleich hoch. Ich habe ja jetzt einen Hintergrund hier. Ich nehme mal diese Hilfslinien weg und in diesen Hintergrund, rechte Maustaste, in die Zeichnungsfläche lege ich nun eine Grafik. Zeichnungsfläche formatieren oder hier bei Füllung ein Bild in den Hintergrund. So, dann nehmen wir vielleicht mal die Elbe, klicke ich auf Einfügen und ich habe nun ein Bild im Hintergrund liegen. Ich mache das Ganze auch noch mal ein bisschen größer. So, unten die, ups, ein bisschen zu groß, machen wir rückgängig, ein bisschen größer. Lösch mal unten die Legende raus. Und ja, diese obere Säulenreihe, die färbe ich nun schon mal schwarz. Rechte Maustaste drauf, Füllung, schwarz, Rahmen, auch hier schwarz. Diese Reihe hier, die blaue Reihe, auch hier rechte Maustaste, Rahmen, schwarz, rechte Maustaste, Füllung, keine. Das heißt, diese Balken sind transparent. So, mal gucken. Ich habe nun ja hier bis 1400 die Y-Achse. Die reduziere ich mal kurz. Rechte Maustaste, Achse formatieren auf meinen eingestellten Wert 1300. Ich habe ja gesagt, 1300 soll mein Maximalwert sein. Ja, und jetzt bin ich eigentlich schon fast fertig. Ich erzeuge nun hier noch geringere Abstandsweiten. Ich sehe ja hier in den Datenreihenformatierung die Abstandsweite, wie weit sind die Säulen voneinander weg. Und da sage ich einfach, ja, die sind Abstand 0%, die sind direkt eng an eng. Die sind eng an eng. Und ich habe jetzt hier ja schon, man sieht es, meine Balken. Allerdings, hier ist ein Rahmen drum. So leicht um eine Balkenbreite ist vielleicht diese Säule reduziert, weil man den oberen Teil, das Schwarze, nicht sehen kann. Ja, jetzt könnte ich den Balken dieser Säulen noch ein bisschen erweitern, ein bisschen breiter machen. Ich klicke mal mit rechts hier drauf, Rahmen. Da gibt es dann auch die Stärke. Ich gehe mal auf anderthalbfach, so ein bisschen breiter vielleicht. So, und die Achse unten, die lasse ich auch noch bis 0 laufen. Auch hier Achse formatieren, nicht von minus 100, das ist ja Quatsch. Nehmen wir von 0. Und die Achse entferne ich dann auch entsprechend. Brauche ich nicht. Diagrammtitel, den schiebe ich auf das Blatt. Den sehe ich jetzt aber auch nicht. Den färbe ich mit dem Register Start hier weiß.
muss natürlich ein bisschen was hierzu schreiben. Ich glaube, da war ich in meiner Lieblingsstadt Dresden. So, ein bisschen Urlaub gemacht. So, alles ein bisschen größer gezogen. Und dann natürlich hier auch noch die Beschriftung der Säulen hinein. Die Beschriftung der Säulen. Ich klicke auf das Plus, gehe auf Datenbeschriftungen, hole mir die Datenbeschriftungen am Ende innerhalb, also innen drin, oben. So, das Ganze muss natürlich noch ein bisschen ja, besser lesbar gemacht werden. Ich setze es fett, weiße Schrift auch, weiße Schrift vielleicht ein bisschen größer. Ja, kann man hier noch lesen, auch unten die Monatsbeschriftung ein bisschen größer und fett. Ja, und eigentlich bin ich jetzt hier schon fertig. Also ich müsste natürlich ein Bild nehmen, wo man die Säulen nur halbwegs erkennen kann. Das Diagramm selber würde ich jetzt einfach noch ein bisschen groß ziehen. Also mal gucken. Hier an den Ecken, an den äußeren Ecken einfach mal so richtig aufspannen. So richtig aufspannen. Und dann schlägt es ja hier an den Ecken in den inneren Kanten meiner Diagrammfläche an. So, das heißt, ich habe hier die Fläche des Diagramms voll ausgereizt, vielleicht noch die Außenlinie weg, Format geklickt, ne, aufs Diagramm geklickt, Format, die Formkontur entfernt, kein Rahmen. Ja, und jetzt habe ich hier mein Säulendiagramm mit durchlaufendem Bild. Hätte ich jetzt nicht so viel geredet, wäre das Ganze viel schneller fertig gewesen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Video.